Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Facebook-Freunde. Ich freue mich, dass ich Sie heute auch auf diesem neuen Wege mal begrüßen kann und Ihnen einige Ausschnitte hier aus der Arbeit im Deutschen Bundestag vermitteln kann. Ich denke, das schafft neue Möglichkeiten auch der Kommunikation miteinander. Hallo, ich komme gerade aus dem Agrarausschuss. Hier berichtet der Präsident des Bundeskartellamtes über das Kartoffelkartell. Hätte ich gerne noch zu Ende angehört, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich habe um 12 Uhr eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis, auf die ich mich schon sehr freue. Die regelmäßigen Sitzungswochen im Deutschen Bundestag haben also einen planmäßigen Ablauf. Wir treffen uns Montagabend in der Regel in der Landesgruppe, die ist sehr überschaubar aus Sachsen-Anhalt, also kleine Gruppe von 5 Leuten. Dort besprechen wir die Dinge aus Sachsen-Anhaltiner Sicht. Der ganze Dienstag ist dann der Gremienarbeit innerhalb der Fraktion vorgesehen. Ich besuche bis zum Mittag ca. 4 Arbeitsgruppen. Teilweise schicke ich da auch Mitarbeiter hin, weil sich die Termine überschneiden. Am Dienstagnachmittag trifft sich die Gesamtfraktion CDU, CSU mit 237 Abgeordneten. Ja, der Mittwoch ist dann den Ausschüssen vorbehalten. Bei mir Agrarausschuss am Vormittag, Sportausschuss am Nachmittag, Donnerstag, Freitag in der Regel Plenum, meist bis Mitternacht am Donnerstag. Und zwischendurch eine Menge Bürotermine, Postmappen, Fachgespräche, Besucherempfang. Also die Woche ist prall gefüllt.